Gut, damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir wunderschön überdeckt von unserer Facecam Layers of Fear. Es ist das neue Update rausgekommen und ich hatte so Schwein, dass ich nicht vorher schon angefangen habe, weil ich mitbekommen habe, dass alle Spielstände sonst gelöscht gewesen wären. Deswegen, yay, wir legen los. Ja, war nur eine Testaufnahme. Und ich habe mir wieder Unterstützung geholt. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Mach mal. Was auch immer, wir werden es tun. Ich habe Angst vor diesem Spiel. Ich habe das Spiel jetzt über eine Woche auf meinem PC. Und ich habe Angst. Deswegen habe ich es auch jetzt angefangen. Weil jetzt hier, ne, das hat mit Wick gut funktioniert, deswegen tun wir es jetzt auch. So, wir sind im Spiel. Ach Gott, schaut das schön aus. Ich habe gar keine Angst. So, wir lesen viele Bücher. Popo! Pop. Oh. Ja! Es ist ein Bild, es ist Kunst, das muss man nicht zensieren, ne? Zählt nicht zu Kinderpornografie. Okay. Ach so, mit linker Maustaste. Gut. Da würde auch die Nase von meinem Hund reinpassen. Schön lang, aber ein bisschen kaputt. So. Wir lösen quasi mit linker Maustaste. Können wir die Sachen angucken? Mit rechter Maustaste legen wir. Oh, Spielchen! Oh. Sind die aus Lack? Oder warum glänzen die so? Aus Kupfer. Aus Kupfer! Kupferschuhe! Damit das Kind nicht so schnell wegrennen kann. Es ist. Ja, gut. So, aufräumen können wir nicht. Aha. Ach, schön. Schaut mal, tot. Kaputt. Und die Kinder denken sich, oh, Mama schläft. Schön, schön. Ich muss blöderweise jetzt echt meine Brille aufsetzen. Kleinen Moment. Ich krieg gerade Kopfschmerzen. So. Okay, gut. Oh Gott, das ist wie bei Amnesia. Meine Brille ist dreckig, ich mach's ohne Brille. Scheiße. Oh, fuck, Timer. Moment. Das Wichtigste. Tam. Duty, Timer ist gestellt. Zurück in die Stimmung. Moment. Einstellungen. Och nö. Ich hab gedacht, die Dinger sind jetzt auf Deutsch. Well, I'm glad I'm American. Ah, fuck, nee, warte, weiter. Okay, gut. Dear Sir. Oh, Menno, das ärgert mich jetzt. Ich kann zwar Englisch, aber das ist mir viel zu viel jetzt. Wir machen's wieder so. Ich klick's weg und ihr drückt auf Pause. Oder wir lassen es einfach übersetzen. Ja. Ich will es noch mal kurz anlesen. We would like us to, was heißt denn seized? Fängt schon an. Okay. Aha. Aha. Oh nö, ich muss jetzt noch mal ganz kurz in die Einstellungen gehen. Ich habe gesehen, dass es geht. Kann es sein, dass ich den letzten Patch noch nicht habe? Moment. Das wäre jetzt halt ärgerlich. Update News. Full Game Release. Scheiße.
Ich glaube, ich muss es noch patchen. Mich wundert's nur, dass jetzt da... Warum das jetzt nicht hier auf Deutsch ist. Bei allen anderen war das Deutsch. Vor allem die Untertitel waren jetzt auf Deutsch. Wieso ist das jetzt nicht Deutsch? Okay, gut, dann halt so. Also. Ein Brief von Schädlingsbekämpfern. Und, hier, bla bla bla. We would like to ask. Sie wollen nicht mehr hier bla 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 bla. Wir sollen keine Briefe mehr schicken. Und sie sagen auch, dass seine Mutter ist eine respektable Frau. Und sie möchte nicht weiterhin so. Ja, okay. Wir haben keinerlei Hinweise dafür gefunden, dass irgendein Schädlingsbefall in dem Haus ist. Das hier? Prophylaktik? Prophylaktisch. Ja, prophylaktisch, ja. So, sie haben sich dafür entschieden, quasi prophylaktisch ein bisschen was auszusprühen. Wir sollen diesen Brief als letzte Warnung sehen. Ansonsten werden wir von den Anwälten zu hören bekommen. Ja, best regards, Carl Denton. Sehr schön. Gut. Ach was. So eine Scheiße. Ab der nächsten Folge wird's alles easier, es wird alles besser. Ich weiß jetzt, Spacebar funktioniert. Spacebar hat gerade nicht funktioniert. Jetzt hat sie natürlich funktioniert. Sehr geehrter Herr. Wir bitten Sie höflichst darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keinen weiteren Maßnahmen außer einer lediglich prophylaktischen Giftausbringung? Okay. wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Carl Denton, Firma Pesky-Pets, Pestschädlingsbekämpfung. Okay, gut. Hätten wir dieses Mysterium auch geklärt, ich habe den neuesten Patch. Wupp, wupp. Okay, Whisky. Shit, ich glaube, ich muss meine Maus noch einstellen. Scratch! Und ein bisschen Wirps. Ich weiß nicht, soll man da jede Schublade aufmachen? Das wird ganz schön stressig, oder? Ruhe machen wir mal auf. Ja, ich muss, glaube ich, die Sensitivität hochstellen. Triumph eines Künstlers. Galerieeröffnung. Bringt Kritiker zum Staunen. Manche nennen ihn den neuen Caravaggio, andere vergleichen ihn mit Van Eyck. Ein von Ehrfurcht ergriffener Kritiker, der nicht namentlich genannt werden will, ging sogar so weit, sich auf den Geist des großen Leonardo zu berufen. Egal wie sie es ausdrücken wollen, die Ausstellung war ein durchschlagender Erfolg. Der ausgeprägte Stil von ... ist für seine einzigartige Mischung von Renaissance-Einflüssen sowie fortschrittlichen Techniken gepriesen worden. Der Künstler selbst besuchte die Veranstaltung gemeinsam mit seiner hinreißenden Verlobten. Atemberaubend anzusehen ist in ihrem schwarzen Abendkleid enthüllte ... für uns exklusiv, dass das Paar tatsächlich bald Nachwuchs erwarte. Ich habe jetzt gedacht, ihre Brüste, aber gut. Babys sind auch gut. Wir machen wieder zu. Wir wollen ja hier nicht ein Chaos veranstalten. Wenn der gute Herr alleine schon nicht aufräumen kann, dann machen wir das jetzt einmal für ihn. Zap, zarap. Zap, zap. Oh Gott, ey. Halleluja! Mausempfindlichkeit. Ganz hoch. So, schon besser. Nichts Interessantes. Nein! Oh Gott, es kommt jetzt gerade so rüber, als könnte ich gar nichts sein, ne?
wie auch schon in den anderen Dingern, ich bin einfach sammelwütig, ich kann es nicht lassen. Ich wollte gerade sagen, jetzt suchen Sachen. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich null über dieses Spiel informiert, ich weiß nur, dass ich Angst davor habe. Ein Halsband. Was steht da? Es ist auf jeden Fall die Schrift Skriptina. Longdale... Was? Mulligan? Avenue 7C? Pop... Pop... Popiel? Ne, das ist ein I und ein E, glaube ich, oder ist das ein K? Popkel oder Popiel? Popiel. C'est français? C'est le français? So... Hey. Das Problem ist, bei mir geht's ja jetzt schon los. Wir haben... Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt. Wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe Sie zurück in Ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja gut, Bitch. Abgeschlossen. Unsere Werkstatt. Vielleicht ist aber unser Atelier oder sowas. Aber erst ins Bad. Nein! Bäder sind. Gut, wir drehen um. Bäder sind die Hölle. Oh, ein Handtuch, können wir duschen gehen. Ey, glaub mir, Bäder sind einfach. Okay, die Schublade ist abgeschlossen. Ah, da gibt's was. Es tut mir leid wegen gestern. Du hattest recht, ich habe überreagiert. Es ist nur so, es geht nicht um mich, es geht um sie. Alles, was ich mache, mache ich mit ihrem besten... Was mache ich mit ihrem besten Interesse im Hinterkopf? Ich schätze, ich habe immer geglaubt, dass es in einer imperfekten Welt einen Wert hat, nach Perfektion zu streben. Ach, jetzt fange ich an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde noch an meinem Temperament arbeiten. Versprochen, wir reden später weiter. Ich liebe dich. Merkel, gab damals noch. Ja, damals wurden noch Briefe geschrieben. Wir können mittlerweile, also das ist hier nicht, weil es irgendwie ausgelaufen ist. Nein, das hat einfach den Sinn, dass man sich flach auf den Boden legt und einfach ein bisschen drin planscht. Das ist viel sinniger, als die Badewanne volllaufen zu lassen. Was ist denn das für eine Wasserverschwendung? Und das ist intelligent. Psst. So, Klo machen wir zu. Kühlen. Oh. Nicht mal, wenn man kacken geht, kann man spülen. Kann spülen, es sein, ne? Dass du vielleicht Schlüssel suchst? Ja. Ich habe Angst. Ich will da gar nicht rein. Ohne Scheiß, ich will da nicht rein. Bei Paranormal haben mir so Atelier, Werkstätten, Scheiße echt Angst und Schrecken gemacht. Ja. So, wir haben hier Rattengift. Ja, ich bin ein bisschen schissrig geworden. Umso mehr Spiele ich spiele, umso weniger abgehärtet bin ich, sondern umso schlimmer wird... Sind wir ein Vampir? Hallo, Vampir? Aus. Wir sind definitiv ein Vampir. Ganz klar. Aber die Musik ist schön. Die Musik ist sehr schön. So. Achillesprothesen. Einmal Unterknieprothese. Wie zum Teufel konnten die bloß die Länge versauen? Oh, göttlich. Super. Hallo? Hallo? Ich glaube, in dem Bad wird nachher noch einiges auf uns warten. Ja, ich habe mir gerade überlegt, will ich es ausmachen? Nein. So, wir klappern erstmal das Untergeschoss ab. Küche. Knoblauch, wir können doch kein Vampir sein. Na. Oh. Ich meine, ich trinke das Zeug nicht, aber damit nichts von hinten kommt. Mag nicht. Ja, das ist scheiße. Dachte mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst, also habe ich dir eine kleine Leckerei gemacht.
Weißt du, ich wette selbst ein Rembrandt hat ab und zu eine Pause vom Brillantsein gemacht und wie der Rest von uns gewöhnlichem Pack einfach geschnarcht. Ich weiß schon, japs, in anderen Worten, geh endlich mal schlafen, du Trottel. Ich liebe dich. Schön. Schön, Trottel sage ich zu meinem Mann auch oft. Und wisst ihr, was sehr, sehr gut ist? Dass er diese Videos selbst nicht schaut. Schön. Ein Trottel. Er wird es nie erfahren, dass ich ihn Trottel nenne. So, den Herd machen wir wieder zu. Ist das überhaupt der Herd? Naja, wir kennen alle Hänsel und Gretel. Wir lassen in der Küche nichts offen, würde ich sagen. Ich habe mich von meinen eigenen Schritten gerade erschrocken. Unsere Hand wiegt also 10. Gurke. Aha, aha, aha. Also es sieht echt schön hier aus. Ach so, es sind einfach nur Schränke. Gut. Farben. Goldrosa, gebranntes Umbra, Sienna. Pinsel 25, Lufterfrischer 50, Äpfel 10 Kilo, Schnaps 30. Okay. Vor allem hier, Boost 5, 10, 30. What? Wir haben einen Säufer. Wir haben definitiv einen Säufer. Und dann ist der auch noch so hohl und wirft einfach alles auf den Boden. Ja, bestimmt so nüchtern. Intelligent. Intelligent, würde ich sagen. Absolut. Intelligent. So, da haben wir unsere. Sind es Äpfel oder Tomaten? So, Äpfel, okay. Gut, wir haben ein Bügeleisen. Rank. Ich hab. Ey, es ist mir gerade noch viel zu ruhig halt, ne? Ich hab so Angst, dass. Abstellkammer? Ich weiß es nicht. Weil wir ein Vampir sind. Ich hab schon gedacht. Paprika. Gut, hier ist also gar nichts. Ich bin mal gespannt, ob in den Räumen, wo jetzt gar nichts passiert. Irgendwann noch was passiert. Oh, guck mal. Kopf gestoßen, Kopf gestoßen. Hallo? Oh, wir können doch ein bisschen schneller laufen anscheinend. Waren wir da hinten jetzt schon drin? Was ist denn das? Ja. Oh! Ihr... Little Winnie and Partner. Oh, das ist halt so gut gerade, ne? Haben Sie ein Rattenproblem, rufen Sie uns an und vergessen Sie es. 555 Nase. Schnell, effizient und diskret. 555. Ein Hurensohn. Ja, ich hab... So. Man muss dazu sagen, ich bin absolut immer derjenige, der eigentlich ganz, ganz oft Lichter anlässt. Aber in 4 Jahren Beziehung mit meinem Mann, nein, wird alles ausgemacht. Immer Strom sparen. Sollte ich mir in so Horrorspielen abgewöhnen. Was? Was ist da hinten? Ja, aber da hinten hat jemand seine Menstruation gehabt. Ja. Ja. Hab die ganze Nacht gearbeitet, weck mich nicht auf. Wake me up. In die Menstruation wollen wir noch nicht rein, oder? Oh Gott, ich kann mich nie entscheiden, mein Herz bumbert. Okay, Noten. Immer diese. What the fuck? Ah. Was war denn das? Oh Gott. Ich schwitze. Ist das am Boden? Was?
Wo? Was? Was? Das ist immer das, das wenn man... Das ist das Problem. Man weiß nicht, ob es besaufen und dass er da die Weinflasche umgehauen hat oder... Oder Geist. Ist, oder ja, stimmt. Oder Menstruation. Sag ich... The picture of Dorian Gray. Or what is true all along. Okay. Story behind. So, wir machen zu. Ich versuche noch echt... Ja, okay. Wir haben einen Erfolg freigeschalten, und zwar Wanderer. Anscheinend... Ja, durch Mühler. Das Problem ist, in manchen... Aha. Gut. In manchen Spielen... Ah, da ist das Telefon dazu. War auf dem Telefon jetzt der Schlüssel oder was ist los? Das ist so geil. In Paranormal, da haben wir einen sehr, sehr ordnungsgütigen Geist. Der räumt uns immer alles hinterher und weist uns darauf hin. Und hier haben wir einen unordentlichen Geist, einen Chaoten. Alter, Wolfman! Wolverine! Sabertooth! Wolverine! So. Mir wurde gerade gesagt, 20 Minuten sind vorbei. Diese Notiz schauen wir uns noch an. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Oh ja, heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Was? Das erste, dieses so, oh, ich werde dir alles, oh, ich werde es besorgen und alles toll. Du hast es versprochen, ich will's! So, in dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein!